Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean, Solo-Abenteuer. Ich habe gerade schon ein ganz kurzes Ankündigungsvideo gemacht für das neue hier, für das neue Solo-Abenteuer, was heute releasen wird, der große Cube. Hier steht zwar in der Woche verfügbar, soll aber heute kommen. Und die Zeit werde ich mir jetzt ein bisschen vertreiben mit dem hier. Der Frostthron, und zwar um genau zu sein. Seht eure Hand an, Champion. Seht zu, was ihr geworden seid. Sind wir wirklich so verschieden? Den Achters, den habe ich ja noch nicht mit allen Klassen besiegt, wie man hier sehen kann. In der Tat fehlen mir sogar nur 6 Klassen, mit denen ich den Achters machen muss. Ich meine mich auch erinnern zu können, berichtigt mich bitte, wenn ich da falsch liege, dass das beim Arthas so war, je nachdem mit welcher Klasse man den macht, verändert er sich ein bisschen vom Style. Ich meine, ich muss jetzt nochmal gucken, Schurke, da habe ich ja momentan einige Decks zur Auswahl. Vielleicht gucke ich erstmal, dass ich das mit einem Schurkendeck schaffe. Big Schurke könnten wir probieren oder Kingsbane. Mach jetzt erstmal den Lean's New Big. Für die Leute, die es verpasst haben, das Deck habe ich auch schon mal gespielt in einer wilden Episode von mir. Oben in der Infobox und auch auf meinem YouTube-Kanal Gothic Society Clan findet ihr die Videos zu dem Deck hier auch. Ist das euer Deck? Oh ja. Das sieht eher nach einem Hilfeschrei aus. Ganz schön frech, ne? Okay. Was ist jetzt hier Programm? Der hat 60 Leben, ich habe 30. Tretet aus den Schatten, Schurke. Ohne eure Tricks seid ihr nichts. Vernichtet alle Zauber auf der Hand und im Deck. Oh. Oh. Damit hat er mir gerade verdammt viele Karten kaputt gemacht. Keine Karte, die meinen Triumph verhindern kann. Ich meine, ich zieh's jetzt durch, ne? Aber das kann ich so nicht schaffen. Da muss ich wieder ein extra Deck für bauen. Ist unvermeidlich. Scheint mir so. Es gibt kein Emote, das eure Schmach kundtun kann. Also, Schurke darf keine Zauber verwenden in dem Sinne. Ich kündige übrigens schon mal an, ne? Sollte jetzt plötzlich das Add-on kommen, bin ich hier sofort raus. Ich glaube aber, das ist klar. Das Blöde ist, jetzt würde ich gerne die spielen oder irgendwas anderes mit Death Rattle. Ich habe aber nichts. Mache ich das so? Auch oh, bei meinem Glück kriege ich den Kleinen. Ne? Angetan hat, werde ich euch niemals den des Todes gönnen. Komm, links. Ah. Wow.
anschlagen? Los geht's. Niemand darf überleben. Rettet uns. Ich hebe auf. Ja, da muss ich ein extra Deck bauen. Nicht schlimm. Da bleiben wir dran. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, irgendwie ist das, war das bei dem so, dass jede Klasse dann eine Besonderheit hat. Und bei Schurke ist es scheinbar so, dass man keine Zauber verwenden darf. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Denn wir machen jetzt einfach ein wildes Deck. Nur in wilden Spielen verwenden. Mhm. So, egal, sei es drum. Ich möchte auf jeden Fall den hier, zieht eine Waffe, weil Waffen gingen doch, oder? Warte mal, kann ich da nicht direkt den, warte mal, ich überlege gerade, wir nehmen den Kingsbane. Mal, irgendwie ging das doch. Wir nehmen den Kingsbane Rogue, aber machen alle Zauber raus. So, dann machen wir hier Piraten. Oder Pirat, besser gesagt. Jo, und dann können wir doch hier noch ein paar Sachen machen. Entdeckten Zauber einer anderen Klasse, finde ich gut. Einfach Kampfschrei. Genau, Waffe mehr Angriff finde ich auch gut. Breitseite können wir auch mal reinnehmen. Breitseite. So. So finde ich das gar nicht so übel. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und den nenne ich nicht Kingsbane 9, den nenne ich hier Arthas. Okay, das ist noch nicht spielbar. Heute Abend seid ihr zu einer Party eingeladen, wie sie Azeroth noch nie gesehen hat. Feiert mit mir in Karazhan und freut euch auf Musik, Magie und Mordspaß. So. Valera gegen The Lich König. So. Seid auf der Hut. Eure Schmerzensschreie werden meine legendären Spielzüge bezeugen. Mit euch füttere ich die Fische, Landratte! Ja! Ja. Ach, Breitseite ist ja auch ein Zauber, ich Trottel. Okay. Sorry.
Ja, da müsste ich eigentlich direkt rausgehen, aber ist egal. Ich ziehe das jetzt trotzdem mal durch. Vielleicht ist er ja gar nicht so schwer. Der Versuch davor, ne, habt ihr ja gesehen, da waren ja eh alle Zauber irgendwie Müll. Los geht's. Na komm. Yo, ho, ho. Zieht eine Karte, wenn ein Feind eingefroren ist. Hey, gute Tickets sind nicht billig. Nicht nehmen. Los geht's. Okay. Gute Tickets sind nicht billig. Los geht's. Los geht's. Es gibt kein Geld zurück. Der dunkle Pfad ist mein Schicksal. Ah, nice. Eins, zwei. Das ist doch schön. Doppelte Stunden, doppelter Lohn. Keine gefangene Macht aus dem Nichts. Da habe ich doch meinen Zauber. Es gibt kein Geld zurück. Hey, gute Tickets sind nicht billig. Ah, ich habe noch ein kleines Missplay sogar gemacht. Los geht's. Ich wollte eigentlich, ne, ist ja auch ein Pirat, nach dem erst die Kanone, dann die. Ja, was soll es? Ja, da habe ich eigentlich gedacht, wäre Breitseite ganz cool, aber natürlich sinnlos, ne? Zauber sind weg. Ihr seid immun, solange gefangene Seelen kontrolliert. Verleiht eure Waffe plus einen Angriff, kann man machen. Hä? Die hat doch überwältigen Effekt gehabt. Ah, nee. Böse sein! Keine Gefangenen! Ah, nee, das habe ich jetzt ein bisschen versaut, aber egal, ich bin ja noch drin. Drin ist drin. Schade, schade. Den hätte ich gerne mitgenommen. Eine Kopie eines Dieners aus dem Deck des Gegners. Oh ja. Toll.
wirklich toll. Los geht's. Nee, mehr mache ich jetzt nicht. Ich glaube, wenn ich den kaputt mache, dann liegt das alte Board wieder da. Das Meer hält mich gefangen. Lass mich frei! Hat jemand meine Waffe genervt? Der dunkle Pfad ist mein Schatz. Stellt euch dem Unausweichlichen. Blut und Beute. Du bereit für dich. Habe ich eigentlich kein Reno eingebaut. Ich bin auch echt eine Banane, ne? Ja. Los geht's. Was war das? Los geht's. Nein! Oh boy. Das Meer hält mich gefangen. Lass mich frei! Los geht's. Ja, es ist ja schon mal damit gefailt, dass ich wieder einen Flüchtigkeitsfehler gemacht habe. Bei der Breitseite, die ich rausnehmen muss. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Ich pack da jetzt einfach hier. Ich mach da ganz easy. Weißt du? Ich brech mir da jetzt keinen ab. Dann mach ich einfach hier. Die tue ich raus. Reno rein. Und. Hier. Die rein. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass ich mich so schnell leer ziehe eigentlich, weil ich habe ja die Waffe, die immer wieder dafür sorgt, dass ich keinen Fatigue nehme. Und ich könnte ja theoretisch auch noch was einbauen. Ist auch Quatsch, ne? Jetzt habe ich einen Reno drin und Valera. Ja, das wird schon. Und ich hatte ja, ja, obwohl, vielleicht muss ich früher spielen, ne? Ja, aber die sind eigentlich alle cool, ne? Die möchte ich schon haben. Ja, egal. Komm, wir probieren es jetzt einfach nochmal so, ne? Ah. Nein! Achso, das ist schon von selber ausgewählt. Gut.
So. Dann klappt das jetzt auch. Valera, den Lichtkönig. Seid auf der Hut. Mein Hammer brennt mit heiligem Feuer. So. Haha. Nice. Very nice. Mit euch füttere ich die Fische. Los geht's. Schöner Start. Das war euer kläglichster Zug bisher. Und ihr hattet schon einige schlechte. Ja, stimmt, aber. Jetzt haben wir dasselbe Problem. Die 3-4er, ne? Die ist immer die, wo ich zwei Sachen reinjagen muss. Nicht nehmen, Glitzer! Los geht's. Das ewig so weitergehen. Ja, Waffe buffen müssen wir ja noch nicht. Ich würde gerne hier überwältigen rausbringen. Hey, den rausbringen. Los geht's. So. Reno Jackson. Los geht's. Es gibt kein Geld zurück. Vernichtet einen Diener. Okay. Ja, okay. Kann ich mit leben. Solange es die nicht ist, weil ich brauche Card-Draw. So, bums. Zwei gezogen. Schön. Und ich krieg... Okay. Ja, kann man machen. Oh, entdeckt ein Zauber. Kristall, ich bin von den Dienern. Ja, Verrat. Vendetta fügt einem Diener 4 Schaden zu, kostet 0, wenn ihr eine Karte der anderen Klasse auf der Hand habt. Das hier. Macht aus dem Nichts. Oh, Schaföl des Tüftlers. Nehme ich da auf jeden Fall. Yo, so, das sieht doch nach einem ganz guten Try aus, nach einem ganz guten Run aus. Ach, warum ausgerechnet die? Das hat er gut gemacht. Vertraut dem Piratenkodex. Es kostet meine Klingen. Los geht's. Zurück in die Leere.
Ja, ich könnte mit den beiden noch auf den. Lass ich aber jetzt erstmal. Ehrlich gesagt hoffe ich noch auf Cardraw. Okay. Böse sein, machen Spaß. Ihr könnt den Schatten des Todes nicht entkommen. Heißt eure neue Macht willkommen. Ich habe bereits gewonnen. Zweimal den Skeletttypen finde ich eigentlich ganz cool. Haut mich natürlich hart runter jetzt, ne? Ah, das Blöde ist, meine Cardraw-Piraten sind diesmal extrem blöd gestorben. Oh ja. Ein bisschen Totsein bringt euch nicht um. Ein bisschen Totsein bringt euch nicht um. Oh ja. Do it. Oh ja. So ist schön. So ist schön. Oha. Close, close. Es muss immer einen Lichtkönig geben. Ja. Ja, sehr cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wart ja jetzt dabei, dafür, dass ich das Deck mal eben so zusammengeschustert habe, stand jetzt nicht so viel, war jetzt nicht so viel Mühe drin, sage ich mal. Ist das schon echt reibungslos, hat das echt gut funktioniert. Was soll ich sagen? Schurke ist auch fertig vom Lich King. Ich denke, ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen, wie gesagt, bevor das Add-on losgeht. Und vielleicht mache ich dann als nächstes Krieger oder Druide. Mal gucken. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!